14. Februar 2014, 18 Uhr. Valentina wird angeschossen. Eine große und zwei kleine Kugeln stecken in ihrer Wirbelsäule. 23 Uhr. Noch in derselben Nacht bringen wir sie in die 300 Kilometer weit entfernte Spezialklinik nach Lissabon, wo sofort alle notwendigen Untersuchungen und Erste-Hilfemaßnahmen ergriffen werden. 4 Tage später. Nach einer fast 8-stündigen OP ist es geschafft. Und Valentina beginnt mit der Hydrotherapie. Viele liebe Menschen tragen durch ihre Spenden dazu bei, dass Valentina jegliche Unterstützung bekommen kann, die sie benötigt. 2 Monate später. Valentina kommt zur Kinta und trifft ihre neuen Kumpels. Sie ist noch immer traumatisiert und isst so gut wie gar nichts, trotz einer riesigen Auswahl, die wir ihr anbieten. Der Muskelaufbau geht nur schleppend voran. Valentina geht spazieren und lernt jeden einzelnen Hektar der Kinta kennen. Sie beginnt neugierig zu werden und interessiert sich für ihr neues Zuhause. Wochen später ist sie auch mental angekommen und schreddert das Körbchen von Bonnie. Valentina fand das lustig und wir auch. Sie hat ganz viele Freunde gewonnen. Und sie beginnt zu spielen. Der Appetit wird immer größer und sie legt langsam zu. Mehr und mehr baut sie Vertrauen zu uns auf und wir freuen uns über jede Regung, wie zum Beispiel das erste zaghafte Schwanzwedeln. Bist du mein kleines Mädchen? Valentina? Mäuse? Feines Mädchen? Ja, feines Mädchen, feines Mädchen. Hi, Valentina! Feines Puschelmädchen. Ja, Wedel, Wedel, die Valentina. Feine Maus, bist du meine feine Maus? Da geht der Puschelchen. Fein, feine Maus, feine, feine Maus. Feine, feine Maus. Feine Maus, die Valentina. Ja, die Valentina. Die Valentina. Konsequent führen wir die Physiotherapie und das Lauftraining durch. Nach 3,5 Monaten läuft sie schon wieder sehr gut, vor allem aber schmerzfrei. Das Leben hat sie wieder und sie wird hier mit dem Clan in Freiheit und sozialer Integration ihr Leben verbringen.